Meinerseits. Ich habe jetzt eine schwierige Aufgabe. Ich muss nach diesem inspirierenden Vortrag über Standardisierung sprechen. Eines der trockensten Themen, was man sich vorstellen kann. Ich muss jetzt versuchen, das Web ein bisschen zu verteidigen. Und ich stehe zwischen Ihnen und dem Mittagessen. Ich schaue mal, was ich daraus mache. Kurzes Wort zu der Verteidigung. Das Web ist gleich von voran. Google bietet seit neuestem ein Feature namens Werberteam, was einem erlaubt, die Personalisierung auszuschalten. Also wenn man das, was der Vorredner gerade sagte, möchte, bei der Suche des Web, kann man das auch haben. Ja, Standardisierung und kulturelles Erbe, eine schwierige, aber fruchtbare Ehe. Einleitend zum heutigen Tag wurde ja gesagt, dass Organisationen des kulturellen Erbes oft auch einer Entwicklung hinterherhinken. Ich möchte ein bisschen anderen Sicht auf die Entwicklung des Web zeigen, nämlich Beispiele zeigen, wo das kulturelle Erbe die Entwicklung des Webs beflügelt hat und sehr wichtige technische Bausteine und letztlich dann auch Bausteine für jeden Nutzer des Webs mitentwickelt hat. Es gibt sicherlich Probleme in dieser Ehe, wie in jeder Ehe, aber es ist eine fruchtbare Ehe, wie ich denke. Kurzes Wort noch zum W3C für diejenigen von Ihnen, denen das nicht geläufig sein sollte. Das W3C, das World Wide Web Consortium, ist für die Standardisierung der technischen Bausteine des Web zuständig und wird geleitet von Tim Berners-Lee, einem der, wie schon erwähnt wurde, Mitentwickler des Web. Und diese Büros, von denen gerade ein Teil des deutsch-österreichischen Büros vor Ihnen steht, sind Kontaktpunkte, Outreach-Mittel, um diese technischen Entwicklungen dann auch an eine breitere Öffentlichkeit in verschiedenen Regionen näher zu bringen und um auch wieder Feedback einzusammeln, was ich mir auch von heute erhoffe. Standardisierung, das wurde auch schon von meinen Vorrednern erwähnt, spielt auch im Bereich kulturellen Erbe schon seit sehr langem eine Rolle. Denken Sie nur an das Stichwort Klassifikation im Bibliotheksbereich. Ich fokussiere mich jetzt hier vor allem auf Standardisierung im Bereich Webtechnologie, was aber keinerlei Wertung bedeuten soll, was aber einfach dem Thema des Vortrags geschuldet ist. Ja, und um den Herausforderungen meines Vortrages, die ich am Anfang erwähnt habe, noch ein bisschen gerechter zu werden, möchte ich das Ganze, was ich hier aussagen möchte, nicht anhand technischer Beispiele, sondern an Personen deutlich machen. Personen, wo ich teilweise die Gelegenheit hatte, sie in meiner beruflichen Laufbahn persönlich kennenzulernen, weil sie aber einfach weiß, dass sie diese fruchtbare Ehe in besonderer Weise geführt haben. These dahinter ist, dass Personen Brücken schaffen, Personen zwischen dem Bereich kulturelles Erbe und Webtechnologie. Und der erste, den ich anführen möchte, um diese These zu untermauern, ist Robert Busser. Robert Busser ist ein Jesuitenpater gewesen, er ist dieses Jahr verstorben, der sehr wichtig dafür war, um Bestandteile des kulturellen Erbes in digitaler Form zur Verfügung zu stellen. Dabei ging es noch nicht primär um das Netz, aber es ging um wichtige technische Aspekte, die auch für das Netz heute relevant sind. Es ging darum, Werke, erstmal Texte digital zu erfassen. Robert Busser als Jesuitenvater hat sich auf Werke von Thomas von Aquin und angrenzende Quellen bezogen und hat mit dem Gründer von IBM, Tom Watson, als gerade die erste digitale Revolution noch vor dem Web im Gange war, Kontakt aufgenommen und überlegt, wie kann man das digital zur Verfügung stellen und hat dann in einem 30-jährigen Projekt den Index Thomisticus, die komplette digitale Erfassung dieser Werke und anderer Werke geschaffen. Er ist sozusagen der Urvater eines Bereiches, das ist ein Stichwort, denke ich, was heute auch fallen muss, der sich digitale Geisteswissenschaften, Digital Humanities oder Humanities Computing nennt und der einen noch sehr wichtigen Input auch zur Entwicklung des Web gebracht hat. Wie dieser Input ausgesehen hat, das möchte ich an der nächsten Person deutlich machen, Michael Spurbeck McQueen. Michael Spurbeck McQueen ist ein Literaturwissenschaftler. Ein Literaturwissenschaftler, der sich sozusagen in der Tradition von Robert Busser mit der digitalen Erfassung von Texten beschäftigt hat, aber nicht nur in Anführungsstrichen mit der reinen Erfassung, sondern auch mit der Strukturierung. Was in einem Text sind die Metadaten? Was in einem Text sind Paragraphen, Absätze, Wörter? Was sind typografische Einheiten und so weiter? Bei
diesen Fragen ist ein Standard sehr wichtig, an dem Michael Spurgin-McQueen intensiv mitgearbeitet hat. Das ist die Text Encoding Initiative. Und was Sie hier sehen, ist ein Ausschnitt eines TEI-Dokuments, was schon, selbst wenn Sie die technischen Details jetzt nicht verstehen, schon sehr digital aussieht, schon sehr aussieht an dem, was man auch auf dem Web sieht. Man hat hier nicht mehr HTML-Tags, man hat kein Head und kein Body, aber eben Tags, die sich auf Inhalte in den Geisteswissenschaften beziehen. Nun, wo ist jetzt die Ehe, wo ist jetzt die Befruchtung, die hier stattgefunden hat, zum Web? Michael Spurgin-McQueen war auch lange Zeit ein Mitarbeiter im World Wide Web Konsortium und hat maßgebend an der Entwicklung von XML mitgearbeitet. XML ist ein grundlegender Standard, der sich inzwischen auf jedem Computer, den Sie befinden, befindet, der eine Rolle spielt bei jeder Art von Datenübertragung, der bei vielen Bibliotheksstandards, die in den letzten Jahren entwickelt wurden, eine Rolle spielt. Ja, Sie werden sich fragen, welche Rolle haben hier die Geisteswissenschaften gespielt, das kulturelle Erbe? Nun, das sehen Sie zum Beispiel an diesem Ausschnitt hier aus der XML-Spezifikation, wo Sie einen Ausschnitt aus Faust haben, um technische Eigenschaften von XML zu erklären. Das ist natürlich nur plakativ, aber man kann schon, wenn man genauer hinschaut, sehen, dass die Anforderungen an die Codierung von Texten, die in der TEI entwickelt wurden, durch diese persönliche Arbeit und auch durch die Verbindung der Community dann Einfluss gewonnen hat in einen Standard, der weltweit in sehr vielen Communities benutzt wird. Die nächste Person, die ich aufführen möchte, ist Eric Müller. Eric Müller ist jemand, der lange Zeit in der Organisation OCLC gearbeitet hat, die denjenigen von Ihnen, die aus dem Bibliotheksbereich kommen, sicherlich bekannt sein wird, als sehr bedeutend für die Erfassung von Katalogdaten weltweit und dann den entsprechenden Zugang dazu. Er hat dann lange den Vorsitz der Dublin Core Metadateninitiative gehabt, die Metadaten definiert hat, wieder mit einem sehr großen Input aus dem Bibliotheksbereich, was überhaupt an relevanten Kategorien zur Verfügung steht, und hat dann als nächstes lange Zeit die Semantic Web Aktivität geleitet. Die Aktivität, die die grundlegenden Technologien für das geschaffen hat, was jetzt auch für das kulturelle Erbe wieder eine Rolle spielt, wenn es darum geht, Informationen aus dem kulturellen Erbe ans Netz zu bringen. Also hier sieht man wieder eine Person und auch Institutionen, die eng miteinander kooperiert haben, wo es einen sehr wichtigen Beitrag vom kulturellen Erbe zur Entwicklung des Semantic Web gegeben hat. Eine weitere Person, die wahrscheinlich wenigen von Ihnen hier bekannt sein wird, weil es aus einem Bereich kommt, der in dem Diskussionsthema heute selten eine Rolle spielt, ist Deborah Anderson. Der Bereich, da geht es um die Codierung von Schriftsystemen, die nicht so gebräuchlich sind wie zum Beispiel das lateinische Schriftsystem oder weit verbreitete asiatische Schriftsystem wie Chinesisch, Koreanisch, Japanisch, aber die trotzdem elektronisch erfasst werden wollen von teilweise aussterbenden Sprachcommunities, von teilweise historischen Communities. Dafür setzt sich Deborah Anderson der sogenannten Script Encoding Initiative ein. Und auch hier gibt es eine Verbindung zu Standardisierung. Sie ist auch gleichzeitig Mitglied im Unicode-Konsortium und arbeitet dafür, dass die entsprechenden Skripte in Unicode erfasst werden, in einem globalen Zeichenvorrat, der wieder inzwischen auf jedem Computer eigentlich verfügbar ist und überhaupt im Netz generell mehr und mehr Anwendung findet. Also man sieht wieder die entsprechende Befruchtung sozusagen. Was ich also versucht habe hier zu zeigen, sind Linien. Linien, die nicht immer so historisch zu verstehen sind, aber inhaltlich zu verstehen sind. Von grundlegender Forschung zur digitalen Erfassung von Texten von Robert Busser, zur digitalen Strukturierung von Texten, der Michael Spurgin-McQueen gearbeitet hat und das dann in die Entwicklung von XML eingebracht hat. Und Deborah Anderson, die dann entsprechendes in Unicode eingebracht hat, was wiederum auch in XML Anwendung findet. Und als eine weitere Linie sieht man hier die Linie über Eric Müller, der über OCLC Dublin Core sehr viel zur Entwicklung von Semantic Web beigetragen hat. Und
der Ball rollt auch wieder zurück. Es gibt im W3C, oder es gab, muss man sagen, die Arbeit ist jetzt vor kurzem abgeschlossen worden, eine Library-Linked-Data-Gruppe, eine Gruppe, die sich mit der Codierung von Bibliotheksdaten ganz verschiedener Art im Web beschäftigt hat, und zwar der Codierung auf der Basis von Semantic-Web-Technologien. Dazu werde ich später auch nochmal kurz etwas sagen. So, das war also der erste Teil meines Vortrags. Die Ehe ist fruchtbar, denke ich. Das ist hoffentlich jetzt deutlich geworden. Es gibt aber Herausforderungen dieser Ehe. Und auf die möchte ich jetzt eingehen. Das sind vier Bereiche. Die eine Herausforderung ist der Umgang mit der Industrie. Und so ideal, wie die technische Entwicklung gerade von mir dargestellt wurde, so ist sie nicht immer. Der andere Aspekt ist der Unterschied zwischen Syntax versus Semantik, der sich in diesen beiden Linien von gerade eben gezeigt deutlich macht. Dann der Bezug von Standards im kulturellen Erbe versus andere Standards und ein oft sehr heiß politisch diskutiertes Thema, persistente Identifikatoren. Zum ersten Bereich, kulturelles Erbe versus Industrie. Ich hatte ja vorhin eine Entwicklung aufgezeigt, dass die Text Encoding Initiative sehr maßgeblich war für die Standardisierung von XML. Und ein Plan dabei dieser Community war, dass man irgendwann XML im Browser benutzen könnte und dass man dann auch im Browser TI-Dokumente hätte. Und was stellen Sie sich vor, was wäre das gewesen für jemand, der zum Beispiel historisch arbeitet? Er könnte im Browser und nicht in irgendeinem anderen Tool direkt markieren, was ist ein historischer Kommentar, was ist ein neuer Kommentar, was ist bei einer bestimmten Edition als Zusatzinformation entstanden. Man könnte die Infrastruktur des Web direkt nutzen, um solche Arbeiten, die für das kulturelle Erbe relevant sind, auszuführen. Ja, das war der Plan, der auch lange in der technischen Entwicklung verfolgt wurde. Um dem gerecht zu werden, wurde HTML in einer XML-Variante standardisiert und von 1.0 zu 2.0 übergegangen. Das Ziel war, nicht nur TI, sondern andere XML-Vokabulare in dieser Reichheit an Vokabularen möglich zu machen. Das ist nicht passiert. Was ist stattdessen passiert? Stattdessen wurde HTML5 entwickelt. Beziehungsweise ist noch in der Entwicklung, aber ist schon weitreichend in vielen Browsern umgesetzt, ist schon in vielen Inhalten im Web umgesetzt. Das heißt, diese Feinheit der Informationsstrukturierung, die ein XML und eine Anwendung wie TI ermöglichte, die ist im Web so nicht Realität geworden. Nun, warum ist hier die Ehe sozusagen in die Brüche gegangen? Oder, gut, dass es nach einer Scheidung noch eine Ehe gibt, da sage ich jetzt nicht zu, aber warum hat sie Probleme zumindest? Nun, das liegt an den Designprinzipien von HTML5, die eben letztlich von industriellen Interessen auch getragen sind. Was ich hier nicht kritisieren möchte, aber es ist einfach ein Fakt, mit dem man umgehen muss bei der Standardisierung. Die Interessen sind zum einen, dass man sagt, man möchte keinen existierenden Webinhalte wegschmeißen. Existierende Webinhalte genügen oft nicht den Qualitätsanforderungen von XML. Wenn ich nun sagen würde, Browser müssten XML nur noch verarbeiten, dann müssten alle diese Inhalte geändert werden. Das möchte man nicht, und HTML5 ermöglicht Verfahren, alle existierenden Webinhalte so zu benutzen, wie man möchte. Das nächste Prinzip ist degrade gracefully, was ich sehr schwer auf Deutsch sagen kann, deswegen lasse ich es so. Das bedeutet, dass wenn man Inhalte hat, wo der Browser die entsprechende Technologie nicht unterstützt, dass man die entsprechenden Daten trotzdem sich ansehen, mit dem Browser verarbeiten kann. Beispiel dafür sind zum Beispiel einige Layout-Features, zum Beispiel für asiatisches Layout, was noch nicht von allen Browsern unterstützt wird, wo dann zum Beispiel japanische Ersteller von Webseiten diese Features nutzen. Man kann sich dann die Webseiten auf dem eigenen Computer auch angucken, kriegt nicht alle Features angezeigt, zum Beispiel kein vertikales Layout, aber trotzdem ist die Seite benutzbar. Ja, und das Prinzip, was letztlich die Problematik am deutlichsten macht, ist die Priorität von Teilnehmern am Standardisierungsprozess. Am wichtigsten sind Nutzer, dass die Endnutzer von Webinhalten die beste Erfahrung haben, die überhaupt nur möglich ist. Dann kommen die Autoren von Webseiten, die Ersteller der Inhalte, dann die Implementer von Browsern, dann die Entwickler von Standards und dann die, wie etwas abfällig gesagt wird, theoretischen Puristen. Ich
Frage ist natürlich jetzt, wo steht hier das kulturelle Erbe? Ist man ein Endnutzer? Fasst man sich selber als jemand auf, der Inhalte in das Web stellt? Fasst man sich auf als jemand, der theoretischer Purist ist und sagt, gut, ich benutze Semantic-Web-Technologien oder XML-Technologien, aber möchte zu dieser Entwicklung hier nichts beitragen? Das ist also eine sehr wichtige Frage, die es zu beantworten gilt. Ein anderes Problem in der Ehe ist der Unterschied zwischen Syntax und Semantik. Die Wörter hier sind sehr plakativ, aber ich habe versucht, das so abzutrennen, nach dem Prinzip, alles, was hier als Syntax bezeichnet ist, das sind diejenigen Linien, die sich mit dem Text direkt auseinandersetzen, mit der Codierung vom Text, mit der Strukturierung von Text. Semantik, das ist der Bereich, der sich mit Metadaten auseinandersetzt, der dann im Bibliotheksbereich von dort aus zu Initiativen Dublin Core und dann zum Semantic Web führt. Zwischen diesen Bereichen gibt es schon lange und auch immer noch viele Spannungen. Und es gibt keine eindeutige Botschaft, obwohl eigentlich beides zwei Seiten einer Medaille sind. Beides, denke ich, ist wichtig für das kulturelle Erbe. Es sollte enge Kooperation geben, wie die Rolle von Metadaten in entsprechenden XML-Dokumenten sein sollte und umgekehrt, welche Rolle XML-Dokumente spielen könnten, um Metadaten zum Beispiel automatisch zu erzeugen. Also da ist, denke ich, ein weiterer Problempunkt. Ein nächster Problempunkt ist der Bereich Standards im kulturellen Erbe. Das heißt, ich nehme das gleich wieder zurück. Die Standards selber sind nicht das Problem, die ich jetzt hier wieder einfach nur plakativ verschiedene aufgelistet habe. Aber die Frage ist, was ist relevant für das Web, für lokale Anwendungen? Damit meine ich jetzt lokal, physisch, aber auch in Bezug auf eine Community. Was ist relevant für die Archiv-, Museums-, Dokumentations-Community? Was ist relevant für globale Anwendungen? Was ist relevant aber auch als Mittel der globalen Verknüpfung? Der Verknüpfung zu anderen Institutionen kulturelles Erbes, des kulturellen Erbes über Bereichgrenzen hinweg und auch für neue Geschäftsmodelle. Das wurde auch schon von meinen Vorrednern angesprochen. Was ist letztlich verwertbar im anderen Sinne? Die vorhin erwähnte Library-Linked Data Gruppe im W3C hat in ihrem Bericht verschiedene Issues mit traditionellen Bibliotheksdaten aufgestellt, die ich jetzt hier mal einfach aufzählen möchte. Die Integration mit anderen Ressourcen, Informationen im Web, der Bezug von Bibliotheksstandards, die vor allem für die Bibliothekscommunity entwickelt wurden, dass Bibliotheksdaten oft in natürlicher Text ausgedrückt sind, während zum Beispiel im Bereich Semantic Web Identifikatoren nicht natürlich sprachliche Einheiten sind. Terminologie ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir haben schon sehr oft den Begriff Klassen zum Beispiel heute gehört. Ich denke, heute Nachmittag werden wir ihn nochmal hören, wenn es um Semantic Web geht. Damit ist aber etwas anderes gemeint als mit Klassen im Bibliotheksbereich. Und wieder ein Aspekt, der hinsichtlich Geschäftsmodelle oder auch Organisationsstrukturen geht, aber sehr wichtig ist, die Frage von Bibliothekssystemen. Was wird letztlich von Bibliothekssystemen unterstützt und wie verhält sich zu dem, was im Webbereich an neuen Technologien aufkommt. Und jetzt komme ich zum letzten Bereich, den Identifikatoren. Was Sie hier sehen, ist die unvermeidbare Wolke der offenen Daten im Semantic Web, des Linked Open Data. Nun, diejenigen, die von dem Ansatz der Veröffentlichung freier Daten begeistert sind, denken, je mehr, desto besser und das ist überhaupt fantastisch, je mehr Verknüpfung wir haben. Jemand aus dem Bereich kulturelles Erbe fragt sich natürlich, wie viel davon wird in 5 Jahren noch da sein, in 10 Jahren, in 100 Jahren? Was hat es also mit der Persistenz dieser Identifikatoren, die hier im Web vorhanden sind, der Webadressen und ihrer Verknüpfung auf sich? Nun, ein wichtiger Aspekt für Persistenz ist erstmal die Frage, mit welchem Schema, mit welcher Art, mit welcher Definition eines Identifikators gehe ich überhaupt um im Web? Und hier gibt es einen ganzen Wald von Identifikationsschemata, die ich hier aufgelistet habe. HTTP, das, was Sie in Ihrem Webbrowser sehen, verschiedene bibliotheksspezifische wie Z3950, URNs, die auch schon von vielen Bibliotheksverbünden benutzt werden und weitere. Die Lösung für dieses Eheproblem, was ich hier
propagieren möchte, ist, sich auf einen Identifikator zu einigen. Was nicht andere ausschließen soll, aber für dieses Szenario, Dinge ans Web zu stellen und mit anderen verknüpfbar zu machen, sich auf HTTP-Identifikatoren zu einigen. Das ist meiner Ansicht nach hier kein technisches Problem, welcher Identifikator geeignet ist für Persistenz, sondern eher ein soziales Problem, ob man sich darauf einigt, in seinen entsprechenden Verbünden, in einer Community darüber hinaus, für welche Identifikatoren man Nachhaltigkeit realisiert. Ich habe hier Beispiele vom W3C, das auch eine eigene Politik für Persistenz hat, wo Richtlinien stehen, wie elektronische Dokumente referenziert werden sollen, wie Namensräume nachhaltig gestaltet werden sollen. Dann gibt es auch Tools, die das Ganze unterstützen. Ein Tool, was zum Beispiel checkt, ob in einer Webadresse wirklich noch eine Information, Daten vorhanden sind. Und entsprechend andere Tools, die das Ganze auch für ganze Dokumente machen, wie dieser sogenannte Publication Checker. Ja, dieses Problem der Persistenz von Identifikatoren ist, wie gesagt, ein sehr politisches, ein sehr heiß umstrittenes Thema. Das hat auch damit zu tun, dass in den verschiedenen Communities sehr verschiedene Systeme andere Relevanz haben. In der Web- und Semantic-Web-Community die HTTP-Identifikatoren, aber zum Beispiel in der Bibliotheks-Community oder in anderen Humanities-Community aus dem linguistischen Forschungsbereich zum Beispiel, sogenannte DOIs, Digital Object Identifier. Hierzu findet ein Workshop statt, der, denke ich, helfen kann, Brücken zu bilden. Ein Workshop zu Domain Names, Domainnamen und Persistenz, der dazu dienen soll, Brücken zusammen, Communities zusammenzubringen. Diejenigen, die vor allem an Webstandards arbeiten, auch im Bereich Semantic Web, und die daran interessiert sind, wie hier unter Nutzung von Domainnamenpersistenz funktionieren kann, also auch organisatorisch, nicht technisch funktionieren kann. Und diejenigen, die auch an webbasierten Lösungen interessiert sind, die aber bisher an anderen Systemen gearbeitet haben, wie die erwähnten DOI oder UN. Also ich kann Sie nur ermutigen, sich an diesem Workshop oder an entsprechenden Diskussionen zu beteiligen, damit man hier auf gemeinsame Lösungen kommt. So, und damit sind wir gleich beim Mittagessen angelangt. Ich will noch kurz meinen Vortrag zusammenfassen. Ich habe versucht, Linien der Standardisierung aufzuzeigen über Zeichen- und Textkodierung, Textstrukturierung und Metadaten und habe dann Herausforderungen in der Ehe zwischen kulturellen Erbe und Standardisierung versucht zu zeigen, am Beispiel Industrie, HTML5, Syntax versus Semantik, Einordnung von kulturellen Erbestandards und persistenten Identifikatoren. Bevor ich jetzt ganz abschließe, möchte ich noch ein Wort sagen zu dem Aspekt von Wissen. Etwas, was vielleicht auch dann an einen Vortrag von Stefan Gradmann heute Nachmittag überleitet. Er mag mir das verzeihen, falls er schon hier ist, wenn er vielleicht auch darauf hinaus möchte. Ich denke, Organisationen des kulturellen Erbes haben nochmal die Möglichkeit, gerade jetzt etwas beizutragen zum Web, wie es zurzeit ist. Denn im Web, wie es zurzeit ist, haben wir vor allem Informationen. Informationen, wo die Qualität der Informationen sehr schwer zu bewerten ist. Das ist für viele Szenarien ausreichend, für Szenarien der Websuche zum Beispiel. Aber es gibt Szenarien, wo ich mir sehr sicher sein möchte, wie die Qualität von Informationen nun wirklich ist und in welchem Kontext die Informationen zu sehen sind, wann ich von der Information ausgehend zu wissen kann. Und da, denke ich, können mit den nachhaltig genutzten, entwickelten Systemen aus dem Bereich des kulturellen Erbes zur Bewertung von Informationen, dieser Weg zum Wissen deutlich leichter gemacht werden. Und ich kann nur alle auffordern, sich auch an entsprechenden Bestrebungen, auch in der Standardisierung, zu beteiligen. Die erwähnte Gruppe, die LibreLink Data Gruppe, hat zwar ihre Arbeit abgeschlossen, aber es gibt auch Nachfolgearbeiten, die möglicherweise anstehen. Und da ist es sehr wichtig, von Anfang an sehr viel Input zu bekommen. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, also sagte ich, danke auch. Ich will aber trotzdem noch die Möglichkeit geben, wenn jemand auch vor dem Essen und nicht nur während des Essens hier noch eine Frage stellen möchte. Matthias? Nur ganz kurz, die Open Data Wolke ist
super gerne gesehen. Das große Problem der Linked Open Data Wolke ist, dass sie nicht open ist. Wenn man sich Mühe macht zu schauen, welche der einzelnen Bausteine sind unter einer freien Lizenz, einer nicht diskriminierenden Lizenz verfügbar, hat man in vielen Fällen das Problem, dass gar keine Informationen verfügbar sind. Der Default ist also, sie sind geschlossen. Von denen Linked Open Data Bausteine, die angeben, unter welcher Lizenz sie sind, sind sie in vielen Fällen nicht frei verfügbar. Das heißt, wenn man tatsächlich diesen Linked Open Data Begriff ernst nimmt, auch um langfristige Nutzbarkeit sicherzustellen, ist man sehr schnell bei einem kleinen Wörkchen und nicht mehr halt bei diesem großen Meer an Daten. Lösung wäre, die vorhandenen Daten unter eine freie Lizenz zu stellen oder sich halt eben auf ein freies Modell zu einigen. Kann ich nur voll zustimmen. Also mein Punkt war auch nicht, die Linked Open Data Wolke vorbehaltlos zu propagieren, sondern zu sagen, es gibt hier sehr viel Begeisterung dafür, dass in sehr dicken Anführungsstrichen Daten frei sind. Aber man braucht, und da denke ich, können auch kulturelle Erbeinstitutionen wieder eine wichtige Rolle spielen, man braucht auch Rechtsexperten. Und kulturelle Erbeinstitutionen sind ja auch Experten darin, wie man rechtlich mit Ressourcen umgehen kann. Also ich denke, ich habe zwei Fragen tatsächlich. Eine ganz kurze, nämlich wieso Sie TEI als syntaktisch und nicht semantische Auszeichnung einordnen? Und die zweite Frage zu Ihrer Schlussbemerkung hinsichtlich der Weiterverwendung herkömmlicher, traditioneller Erschließungstechniken im Web, inwieweit skaliert es in Anbetracht der immer größer werdenden Datenmengen? Ja. Zunächst mal zur TEI, da haben Sie die Wunde getroffen. Die Frage, ob TEI syntaktisch oder semantisch ist, das hängt davon ab, wen Sie fragen, wie die Antwort aussieht. Besonders diejenigen aus der TEI-Community werden sagen, das ist semantisches Markup. Hiermit mache ich deutlich, dass ein Gedicht ist, dass es aus Strophen besteht, dass es Reimstrukturen gibt. Das mache ich durch XML-Tags deutlich und das gibt die Semantik schon wieder. Diejenigen, die Semantic Web vertreten, werden sagen, XML ist reine Syntax und die echte Semantik kommt durch das Semantic Web. Ich denke, da hat sehr viel mit Terminologie auch zu tun. Wichtig ist aber meiner Ansicht nach, dass man schaut, was sind die Aufgaben letztlich, wenn man Ressourcen aus dem kulturellen Erbe ans Netz stellen möchte. Und da gibt es Aufgaben der Textstrukturierung, die dann wieder den Zugang auch ermöglichen, zum Beispiel zu Einheiten, die man in einer reinen HTML-Darstellung nicht hätte. Finde mir alle Verse von einem bestimmten Dichter. Das lässt sich durch so entsprechende Textstrukturierung machen. Es gibt aber andere Aufgaben der Verknüpfung mit anderen Ressourcen. Und diese Verknüpfungsaufgaben beruhen vor allem auf Identifikatoren, auf Webadressen, die im Semantic Web in diesem Technologiebereich eine Rolle spielen. Also das wäre meine Antwort zur ersten Frage, dass man die Terminologie da nicht so gewichtig nehmen soll, aber vielleicht die Rollenaufteilung das ins Zentrum stellen sollte. Zu Ihre zweite Frage war nochmal die Skalierbarkeit. Ja, das ist ein sehr guter Aspekt. Wenn man sich so die Art, das Web zu nutzen, anschaut, dann gibt es mehr und mehr sogenannte Long-Tail-Szenarien. Das sind Szenarien, wo es nicht mehr so ist, dass ein Produkt, sagen wir eine Suchmaschine oder ein anderes Produkt, wirklich alle Benutzer in gleicher Weise zufriedenstellt, sondern dass es sehr viele Produkte gibt, die dann kleinere Gruppen zur Verfügung stellt, aber dann eben sehr spezifisch. Und ich denke, da können auch Ressourcen aus dem Bereich kulturelles Erbe eine Rolle spielen. Für die, in Anführungsstrichen, normale Websuche ist es in Ordnung, wenn man nur die fast besten Treffer findet. Aber für eine Suche in einer Recherche zum Beispiel, in einem wissenschaftlichen Kontext, möchte ich sehr viel sicherer sein. Was sind die Quellen, die bei der Suche eingesetzt wurden? Und wie kann ich jetzt das Ergebnis letztlich bewerten? Und ich denke, für solche Szenarien hat man dann als Ergebnis nicht so viele Nutzer, aber dafür sehr viel gezieltere Nutzer. Also ich würde nicht behaupten wollen, dass die Skalierbarkeit unbedingt auf das ganze Web sein muss, aber dass die Art der Nutzung des Webs sowieso sich langsam so entwickelt, dass man mehr und mehr spezifische Nutzergruppen hat, für die das dann auch relevant ist.